Ich habe vorhin auch ausgeführt, dass es ja diese Sanktionen schon nach der Annexion der Krim gegeben hat. Das war ja die Antwort des Westens, die dann dazu geführt hat, dass man einen eigenen Schaden in der Europäischen Union bis 2017, weiter hat man das ja nicht aufgerechnet, von 30 Milliarden Euro produziert hat. Und was Österreich betrifft, von 1 Milliarde. Ich glaube, man sollte daraus etwas lernen. Also diese Sanktionen, die kommen ja wie ein Bumerang auf einen selber zurück. Und ich glaube, bevor man über Strafen und solche Dinge nachdenkt, muss man sich überlegen, ob man nicht schleunigst alle auf einen Tisch holen sollte. Und mich wundert es, dass es hier nie ein entsprechendes Angebot auch im Sinne einer langen und bewährten österreichischen Tradition gegeben hat. Ich meine, der Bruno Kreisky hätte gewusst, was er in einer solchen Situation zu tun hätte. Sie nicht fotografieren lassen beim Telefonieren mit wer weiß wem auch immer, sondern hier ein Angebot zu machen und zu sagen, bitte alle Konfliktparteien, machen wir eine große Konferenz in Wien, besprechen wir einen gemeinsamen Lösungsweg für die Ukraine, der könnte so und so aussehen. Und dann kann ich mir alles das mit den Sanktionen sparen, die in Wahrheit nur Verlierer bringen. Das ist doch die Wahrheit in dieser Mischung aus Enthusiasmus und Tollpatschigkeit, in der der Kanzler jetzt die letzten Stunden und Tage agiert hat, glaube ich, ist dieses Porzellan schon zerschlagen. Also da hat sich Österreich schon aus dem Spiel genommen. Ich bedauere das sehr. Das hätte eigentlich die erste Stoßrichtung sein müssen. Ich bedauere auch sehr, dass ich bis jetzt vom Kanzler nichts gehört habe, dass er möglicherweise morgen eine Erklärung vor dem Nationalrat abgibt, wie er die Rolle der österreichischen Neutralität fortan interpretiert. Das wäre doch interessant. Gilt das jetzt noch oder gilt das alles nichts mehr? Also was ist jetzt der Stand der Dinge? Auf die Idee ist er offenbar noch gar nicht gekommen.